Hi, willkommen bei HudoFit. Diesmal geht es um das Training mit der Koordinationsleiter und welche Übungen dein Hund dabei machen kann. Mit der Koordinationsleiter trainierst du deine Schnellkraft und Koordination. Wer zum Beispiel Agility oder Turnierhundesport betreibt, hat dadurch Vorteile. Du kannst besser sprinten und besser wenden, um nur zwei Vorteile zu nennen. Dein Hund macht dabei auch Koordinations- und Sprintübungen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachtrainieren. Den Abstand der Sprossen wähle ich immer so, dass ich meine Füße dazwischen stellen kann. Kommen wir zur ersten Übung. One Step seitwärts. Lass deinen Hund auf der dir gegenüberliegenden Seite warten und gehe seitlich über die Leiter, so dass immer ein Fuß im Zwischenraum ist. Bist du am anderen Ende angekommen, nimmst du deinen Hund mit, machst Sidesteps vor der Leiter und lässt ihn immer zwischen deinen Beinen durchgehen. Dabei drehst du dich jedes Mal um 180 Grad. Das Ganze wiederholst du dann auch auf der anderen Seite. Mach die Übung insgesamt 6 Mal. Die nächste Übung nennt sich In and Out. Für deinen Hund gibt es ein Stangenmikado. Lass deinen Hund auf der dir gegenüberliegenden Seite wieder warten. Du stellst dich vor die Leiter und machst einen Sprung und öffnest dabei deine Beine. Um in den Zwischenraum zu springen, schließt du deine Beine wieder. Bist du am Ende angekommen, nimmst du deinen Hund mit und lässt ihn über die Stangen laufen, so dass er am besten jeden Fuß einzeln in die Zwischenräume setzt. Lass deinen Hund wieder warten, lauf auf die andere Seite der Leiter und mach wieder deine In-and-Out-Übung. Nun ist dein Hund wieder dran und läuft über das Stangenmikado. Wiederhole diese Übung auch 6 Mal. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Nachtrainieren. Vielleicht bekomme ich Feedback oder auch ein Video von dir zu sehen. Bis dahin, ich bin Sven von HudoFit.